Guten Morgen, ihr Lieben. Aura Healing Magic Quickie für dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Wer ist denn schon da? Da fliegen schon die Herzchen. Jetzt wollte mich Facebook nicht live gehen lassen. Das geht doch gar nicht. Und was machen wir, Holy Healer, dann? Fragen stellen. Moin, moin. Ohne was, so, wie kann es da jetzt leicht gehen? Yay, drei Augen da. Guten Morgen, ihr Lieben. Kommt mal alle rein. Kerstin, Margit, hallo. Carmen, yay, Heike, guten Morgen. Aura Healing, Magic Quickie. Hab gerade geräuchert mit Feenlichten. Es riecht angenehm. Kachelofen brennt das Feuer. Wie viel Spaß können wir mit Technik haben? Genau. Ja, ihr Lieben, Aura Healing, Magic Quickie Tipp ist heute: Lass überall dein Bewusstsein einfließen. Und wie das geht, das zeige ich euch oder erzähle es euch. Zuerst möchte ich Fragen beantworten. Es erreichen mich so viele Fragen, was denn dieses Aura Healing ist und was das macht und was ich da so mache. Also ich wurde auch schon gefragt, ob das eine Sekte ist. Und das kann ich sagen, Sekte sind wir keine. Aura Healing ist neben meinen unzähligen Ausbildungen, die ich genossen habe, und ich möchte keine missen, für mich die Königskür. Ich habe immer gelernt, eine bestimmte Technik, eine bestimmte Methode. Und in all diesen Methoden ist es darum gegangen, ein Symptom zu finden, ein Symptom zu behandeln oder dem Problem auf die Spur, auf die Schliche zu kommen. Und ich kann auch immer nur meine Wahrnehmung erzählen und ihr dürft das für euch überprüfen. Stellt euch da die Fragen, ob ihr das glauben wollt. Aber ich kann einfach wahrnehmen, wenn man das macht, dann ist das für den Körper wie eine Bewertung. Wir in Aura Healing gehen davon aus, dass wir alles immer zu unserem Vorteil kreieren. Und lasst die Worte einfach einfließen. Und wenn wir unendliche, grenzgeniale Wesen, guten Morgen Ingrid, immer alles zu unserem Vorteil kreieren, dann brauchen wir dem Problem nicht auf die Spur zu gehen, sondern vielleicht fragen, was ist denn der Vorteil daran? Also lasst immer und überall euer Bewusstsein einfließen. Und wenn du deinem Symptom, deinem vermeintlichen Problem den ganzen Tag deine Aufmerksamkeit schenkst, was wird denn dann wohl sich zeigen? Es wird sich immer mehr von diesem Problem zeigen. Und in meiner Wahrnehmung machen wir das Problem, das Symptom immer dann größer. Und mit Aura Healing will ich raus von dem allem. Hallo Victoria, hallo Astrid, die will raus aus dem Ganzen richtig falsch. Was, wenn mit dir nichts falsch ist? Und bei Aura Healing, da bist du selbst das Werkzeug und du bist die Methode und du bist frei von Hilfsmitteln. Ich bin den Menschen einfach Raum, Energie und Bewusstsein und das Gegenüber darf sich einfach nehmen und das kann man sich aneignen, diese Werkzeuge. Und wenn du dir diese Kompetenzen quasi einmal aneignest, dann hast du was für dein ganzes Leben. Du bist dann dein ganzes Leben in diesem Gewahrsein. Und wir schulen Energiefelder einfach wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten. Und mit Aura Healing lernst du in dieses Gewahrsein dich hineinzudehnen, die totale Wahrnehmung zu sein und du kannst damit jede Situation verändern. Jede. Deine Gesundheit, deine Finanzen, dein Business, deine Partnerschaft, einfach alles. Und das tun wir. Wir sind Möglichkeiten für Veränderung. Wir verändern Realitäten. Und das ist das, was ich anbiete und was du bei mir lernen kannst. Und es gibt verschiedene Programme. Geh einfach auf meine Homepage www.santarama.at, da hast du sehr viel an Auswahl.
Und hättest du denn gern eine neue Realität? Wie ist das denn bei dir? Wie ist denn dein Leben so gerade? Was hast du dir denn Schönes kreiert? Innen war, dass ich es für niemand anderen richten kann. Ich bin ein Heiler der neuen Zeit und ein Heiler der neuen Zeit, der zeigt dir deine Möglichkeiten, der zeigt dir deinen Heiler in dir. Alles andere ist für mich übergriffig. Ich als unendliches Wesen kann nie wissen, was du brauchst, was dein Körper braucht, sondern wir stellen Fragen. Guten Morgen, all ihr Lieben, die ihr da so zahlreich reinhuscht. Ich freue mich und ich freue mich auch, wenn ich Herzchen kriege. Also, lass heute als Aura Healing Magic Quickie Tipp überall Bewusstsein einfließen. Was wir noch haben, das ist unser Autopilot. Deshalb, oder was sagt der Autopilot? Der Autopilot, der lässt dich immer automatisch handeln und denken und das gilt es zu unterlassen. Also wenn du Bewusstsein einfließen lässt, du musst nicht wissen, wie das geht. Deine Intention ist deine größte Kraft und deine größte Macht, die du hast. Sag einfach bei jeder Situation, die scheinbar unveränderbar ist, ich lasse jetzt Bewusstsein einfließen. Ich habe das gerade vorhin gemacht, weil Facebook gemeint hat, die darf nicht live gehen. Ich habe Fragen gestellt und habe Bewusstsein einfach einfließen lassen und zack, go live. Manchmal darf das auch ganz schnell gehen. Und schau mal, wie ist denn das mit deiner Energie? Wofür wendest du deine Energie auf? Ich sage auch gern verschwenden, weil wir das wirklich machen. Und wenn wir uns mit Problemen beschäftigen und mit Dingen, die gerade nicht so laufen, wie wir es gerne hätten, dann stecken wir die meiste Zeit die Energie dahin. Und was, wenn du einfach die Energie auf deinen Fokus lenkst? Was, wenn du alles sein darfst? Was, wenn du alles haben darfst? Wie wäre es, einfach mit deinem Bewusstsein präsent zu sein? Und dann schau mal, wer bin ich denn in Wahrheit? Wer bist du in Wahrheit? Weißt du das? Wer bist du, wenn du du sein darfst? Und für die meisten Menschen, die ich begleite, also in Einzelcoachings, nicht in meinen Ausbildungen, die sind es einfach gewohnt, sich anzupassen und dazu zu gehören. Und damit halten sie sich klein. Ihre Welt wird immer enger und kleiner. Und das ist dann das, was zu Symptomen führen kann. So nehme ich die Menschen wahr. Und die sind ständig auf der Suche und die wissen eigentlich gar nicht mehr, was sie suchen. Im Grunde suchen sie sich selbst. Und ihr Selbst ist vergraben unter Tausenden von Ansichten, Bewertungen und Schlussfolgerungen. Und schau da mal bei dir, welche Ansichten sind denn überhaupt deine? Und dann lass da Bewusstsein einfließen. Das kann schon sehr viel drehen. Geh einfach in das Gewahrsein, dass du jetzt Bewusstsein einfließen lässt. Und es mag sein, dass sich das für dich anstrengend und mühsam anfühlt, aber bleib einfach dran. Hör einfach nicht auf, Fragen zu stellen. Es kann einfach sein, dass du lange nicht mehr in diesem Gewahrsein warst und es kann sich anstrengend anspüren für den Moment. Aber wenn du wirklich dran bleibst und dir gewahr bleibst, dann wirst du es irgendwann gar nicht mehr anders wollen. Und wenn du wirklich auch anfängst, dich mit geistigen Werkzeugen zu beschäftigen, dann geht es irgendwie wie von selbst. Du bist dann die Frage selbst. Also ich bin den ganzen Tag in diesem Fragemodus und es ist nicht anstrengend, weil das Wie, das muss dich in erster Linie gar nicht interessieren. Also lass heute überall Bewusstsein einfließen, denn deine wahre Magie, das ist dieses Bewusstsein, das hat diese Power, alles zu verändern. Und ich sage wirklich alles. Und wenn du bewusst bist, dann schaltest du automatisch dieses Bewerten aus. Und ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben mit Energie, mit Frequenz. Schon als Kind habe ich das alles gesehen und wahrgenommen und habe mich dann wirklich jahrelang falsch gemacht für meine Wahrnehmung. Und ich will euch das ersparen. Mit euch ist nichts falsch. Und
Dieser Autopilot, der lässt dich immer wieder dieselben Handlungen tätigen und dieselben Gedanken denken. Und dein Verstand wird immer mal wieder ankämpfen. Er wird dir immer wieder beweisen wollen, dass er recht hat. Und lass dann auch da Bewusstsein einfließen. Erlaube dir, anders zu sein. Erlaube dir, du zu sein. Und stell Fragen. Universum, was ist Wahrnehmung? Universum, was ist Gewahrsein? Weil, schau, nimm doch einmal wahr, wenn wir mit unserem Verstand alles erreichen könnten, dann hätten wir doch jetzt alle alles, oder? Oder ist dein Leben so, wie du es gerne hättest? Ihr alle seid unendliche heilige Wesen, die sich freiwillig komprimiert, also klein gemacht haben, um jetzt hier dazu zu passen. Und was, wenn mit dir nichts falsch ist, sondern du hast es einfach so gelernt? Und lass da auch Bewusstsein einfließen. Da ist alles mit Bewusstsein, ist alles änderbar. Und geht's heute mal mit dieser Wahrnehmung durch den Tag und schau dann immer, macht es meine Welt größer? Wird es weiter oder wird es enger? Und wie oft verschwendest du deine Energie mit Dingen, die nicht funktionieren? Und wie oft gibst du Energie in dein Wollen? Und es ist halt hier so gewollt, dass wir geschmeidig sind, dass wir manipulierbar sind, dass wir formbar sind. Und da habe ich keine Lust mehr mitzumachen. Ich bin nicht hier, um ein durchschnittliches Leben zu leben. Ich will da eine Bombe sein. Ich will vorangehen. Du nimmst es einfach wahr, ohne zu bewerten. Und dein Sein, das reicht. Dein Sein als Bewusstsein hier, deine Präsenz, das brauchen wir jetzt hier. Und das ist halt nicht erwünscht, dass die Menschen jetzt in ihr Bewusstsein sich hineingebären. Darum haben wir diesen Autopiloten, der uns nicht gewahr sein lässt, der uns verhindert, der uns stoppt. Die ganzen Ansichten und dein Gehirn, das mag halt auch lieber das Gewohnte, weil auf dieser Komfortzonen-Couch ist es halt einfach bequemer. Und deshalb ist Veränderung manchmal unangenehm und das hat uns immer stoppen lassen. Und was, wenn es genau da weitergeht? Und es scheint am Anfang so, als würde es dich sehr viel Energie kosten, diese Veränderung. Und das ist genau das, was dich stoppen lässt. Und was, wenn du dann Bewusstsein einfließen lässt. Was, wenn dich das dann wahrnehmen lässt, was wirklich ist? Was, wenn du dann auch nicht mehr so in diese Bewertungsschiene hineinrutschst? Bewusstsein und Bewerten gleichzeitig, das funktioniert nicht. Und schau einfach einmal heute in deinem Alltag, wo überall kannst du Bewusstsein einfließen lassen? Und dann fragen mich die Menschen auch, was ihr Auftrag hier ist, warum sie hier sind, was ihr Potenzial ist. Was, wenn es nichts zu tun gibt für dich? Was, wenn dein Sein als Bewusstsein reicht? Was, wenn du mehr als gut genug bist und wenn dir jemand was anderes erzählen will, dann häng hinten dran Wahrheit. Will ich das wirklich glauben? Du bist hier, um auf diesen unbewussten Planeten jetzt Bewusstsein hineinzudehnen, der Welt deine Bewusstheit zu schenken. Und das ist mein Aura Healing Magic Quickie für dich. Lass heute überall Bewusstsein einfließen, in jeden Gedanken, in jede Situation. Und schau immer, ob es deine Welt enger oder weiter macht. Kreiert es mehr von dem, was ich gerne hätte. Danke für die Herzchen, ihr Lieben. Und dann geh Fragen stellen. Es ist immer nur eine Frage nötig, wenn es für dich nicht weitergeht. Denn eine Frage kreiert immer Wahl. Und wärst du bereit, dieses Bewusstsein jetzt auszudehnen, dich wieder zu erinnern, dass du Bewusstsein bist? Aber ich muss euch warnen. Es könnte unter Umständen sehr viel Spaß und Freude in deinem Leben machen. Also hört bitte auf, Problemen auf den Grund zu gehen. Bitte hör auf, dich falsch zu machen und anerkenne dich, dein Sein und dein Wesen. Dafür bin ich gekommen. Das ist meine Mission unter anderem, neben Bewusstsein.
Und ihr alle habt das gewusst, bevor ihr hierher gekommen seid. Ihr müsstet euch nur wieder erinnern. Meine Mission ist das, euch zu erinnern, euch mitzunehmen, wenn ihr das wollt. Und wie wäre es für dich, dich an die Hand nehmen zu lassen und dich zu erinnern, dass du ein Schöpferwesen bist, ein unendlich heiliges, grenzgeniales Wesen, das zu jeder Zeit erschaffen kann. Und du kannst dieses Erschaffen nicht abstellen. Werde dir bitte gewahr. Werde dir der kosmischen Gesetze gewahr und dass du ein Energiewesen bist und dass wir mit Energie spielen können. Wir können das. Wir können alles drehen, verändern. Wir können Energie lenken. Und wir können das mit der puren Intention. Und ihr habt gewusst, was euch hier erwartet. Und ihr wart voller Vorfreude. Ihr habt euch diesen wunderbaren Körper erschaffen. Ihr habt gewusst, dass wir hier manifestieren können. Und ihr habt gewusst, dass wir göttlichen Ursprungs sind. Und du wusstest um diese Schwingung. Du wusstest um diesen Planeten. Erinnere dich bitte. Erinnere dich bitte. Und lass überall heute Bewusstsein einfließen. Und ich bin da, wenn du Begleitung brauchst. Ich bin da und bin dir Raum, Energie und Bewusstsein, damit du dich erinnern darfst. Ihr Lieben, das war mein Aura Healing Magic Quickie-Tipp für dich. Bewusstsein ist das eine Ding, das alles verändert und nichts bewertet. Schönen Tag.